Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der TPC Gen 3 von Templars Gear. Templars Gear aus Polen hat im Endeffekt zwei verschiedene Plattenträger, den TPC und den CPC. Wir stellen euch in einem zweiteiligen Video zuerst den TPC vor, anschließend den CPC. Der TPC ist die leichtere Variante der beiden Plattenträger, also hier hat man wirklich einen skelettierten Plattenträger. Wir gehen einmal kurz über die generellen Features und dann zeigen wir euch nochmal die Details. Ihr bekommt den Plattenträger erstmal so wie er ist hier zu sehen, das heißt Frontplattenback, ein Rearplattenback, Kammerband und die Komfortpads. Ihr habt keine Aufnahmen für Magazine auf der Front und auch keine Backpanels, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die Front des TPC kann mit verschiedenen Modulen bestückt werden, der kann natürlich aber auch slick getragen werden, das heißt, wenn ich einen Undercover-Einsatz habe und keine zusätzlichen Magazine auf der Front brauche, kann ich diese Frontpanels entsprechend wechseln oder auch komplett weglassen. Sage ich gleich noch was zu. Dafür hat man hier ITW-Buckles verwendet, die sich auch komplett entnehmen lassen. Der entstandene Schlitz wäre dann auch dafür geeignet, um zum Beispiel Panels von anderen Herstellern zu nutzen, die mit G-Hooks arbeiten. Und hier seht ihr jetzt auch schon mal an der Front, dass der TPC die Low-Profile- und Lightweight-Variante ist. Man hat hier im Vergleich zum Vorgänger nochmal an Material gespart. Also man sieht hier wirklich vorne an der Platte, wo ich ja auch keinen Komfort brauche, ist ja schließlich ganz außen, da ist wirklich nur eine ganz dünne Lage Lasercut Cordura. Hier sieht man auch die Platte durch. Wer da Probleme mit hat, dass hier die Platte zu sehen ist, kann natürlich auch mit Platebacks arbeiten, beziehungsweise mit Schutzhüllen für die Platten, um dann entsprechend auch die farblich vom Muster anzupassen. Haben wir jetzt hier mal extra nicht gemacht, dass ihr es auch wirklich gut sehen könnt. Sehr modern, skelettiert und der Kammerband, der dazugehört hier im Set, wird mit Klettverschluss angelegt. Im oberen Bereich findet ihr das typische Templars Gear Lasercut. Das unterscheidet sich zu anderen Herstellern zum Beispiel dadurch, dass man hier an den Enden der Laserschlitze nochmal eine Vergrößerung hat in Form eines Kreises. Dadurch lässt sich ein bisschen besser einfädeln, meiner Meinung nach. Und es gibt dem Ganzen trotzdem noch genügend Stabilität. Dasselbe setzt sich hier auch auf dem Klettfeld fort. Das heißt, ihr habt hier entweder ein Admin-Panel, was ihr noch draufpacken könnt, oder ihr nutzt einfach die Klettfläche für Patches direkt und habt dann, wie gesagt, beide Varianten zur Verfügung. Bei den Schultern ist es hier so, dass man auf Leichtbauweise geachtet hat. Man hat hier Cry-ähnlichen Schnitt, sage ich mal. Allerdings wird hier auch Cordura verwendet, was nochmal ausgespart ist, um hier entsprechend Gewicht zu sparen und natürlich auch nochmal Möglichkeiten zu schaffen, irgendwelche Gegenstände zu befestigen. Zum Beispiel ein PTT könnte man dann hier hervorragend befestigen. Dafür ist auch hier nochmal an den Seiten vorgesehen eine Klettlasche, wo ihr Kabel oder Trinkschlauch durchfädeln könntet. Und das Ganze geht dann in den Träger über. Schauen wir uns die Rückseite an. Die Rückseite gestaltet sich ähnlich wie auch die Front. Im oberen Bereich haben wir skelettiertes Lasercut-System, im unteren Bereich nochmal Klett. Hier kann man dann den Kammerband entsprechend auf seine passende Größe einstellen, je nachdem, wie ihr das braucht. Das ganze System gibt es in M und L, natürlich entsprechend auch zu den Platten passend. Das heißt, wenn ihr eine L-Platte habt, braucht ihr auch einen L-Träger. Dann kommt auch der Kammerband in L, also alles eine Nummer größer. Hier das System ist jetzt in M. Ein
Rettungsgriff habt ihr oben noch zur Verfügung, falls ihr mal einen Kameraden hier, beziehungsweise der Kamerad euch damit wegziehen muss. Dafür wäre das gedacht, oder auch um den Plattenträger von A nach B zu hieven. Besonders cool finden wir, dass bereits bei der TPC-Version, also nicht die Vollversion, sondern die Lite-Version, dass hier auch schon Zipper vorhanden sind, um mit Backpanels arbeiten zu können, wenn ich das denn benötige. Dazu hat man fest an der Backplate hinten zwei Zipper verbaut. Und die Module, die dann auch jetzt neu von Templars Gear dafür verfügbar sind, kommen dann hier mit einem entsprechenden Framesheet-Material, um das oben einzuhängen. Das heißt, da hat man schon mal die Gewichtsentlastung und die Zipper dienen dann einfach nur noch zur Fixierung. Zu dem Pack sagen wir auch gleich noch was. Alternativ gibt es dann auch ein Molle-Panel. Das habe ich jetzt hier auch schon mal bestückt. Das sieht so aus auf der Rückseite. Oben hier auch entsprechend zwei Haken zum Einhängen. Sonst super leicht, super dünn und vor allem, wenn ich das mit anderen Herstellern vergleiche, gerade dieses Molle-Panel extrem günstig, ja, und das finde ich super cool, weil ich meine, das ist nur ein Molle-Panel, das muss nicht 200 Euro kosten. Das ist eine coole Sache, kann ich dann sehr, sehr schnell hier meine Setups austauschen, so wie ich sie gerade für meinen Einsatz brauche. Und genau das geht auch schon mit dem TPC. Bevor wir die Schultern uns mal im Detail angucken, dazu nehme ich mal ab, gehen wir zum Kammerband über. Hier seht ihr jetzt den Kammerband, der im Lieferumfang enthalten ist. Wie ich bereits gesagt habe, wird der mit Klett verschlossen. Das ist in Anführungszeichen ein einfacher Kammerband aus einem elastischen Material, wobei man hier natürlich schon mal eine Stufe oben drauf gesetzt hat. Wie ihr sehen könnt, habt ihr nämlich hier schon bereits ab Werk Einschübe mit dabei, wo ihr entsprechend auch verschieden große Gegenstände reinpacken könntet. Der Standard wäre jetzt hier so ein AR-15-Magazin natürlich. Es passen aber auch Flashbangs oder kleine Funkgeräte. Und ihr seht ja hier schon, ihr habt hier vorne auf der Front habt ihr einmal wieder Lasercut-Molle, um dann entsprechend auch nochmal Taschen aufbauen zu können. Wie ich es hier gemacht habe, das ist von Templars Gear, eine Pistol-Mag-Pouch Open-Top. Die kann man hier zum Beispiel einfädeln. Natürlich das Ganze auch mit einem geschlossenen System. Es passt ein Tourniquet ohne weiteres rein oder aber eben auch Magazine von anderen Waffensystemen als der AR-15. AK würde zum Beispiel passen, AR-10 Magazine passen, ein G36 Magazin wird hier von der Breite her wegen der Nase oben relativ schwierig. Das haben wir auch schon ausprobiert, das funktioniert nicht wirklich. Und für diese zusätzliche Lasercut-Geschichte hier gibt es auch nochmal im Lieferumfang enthalten ein Shockcord-System. Das haben wir hier mal vorbereitet für euch. An einem anderen Kammerband. Das sieht dann so aus. Dann hätte ich die Möglichkeit, die Gegenstände oben auch nochmal mit einem Pull-Tab zu sichern. Wie gesagt, das ist alles mit dabei. Haben wir jetzt mal in der Originallänge gelassen. Das könnt ihr natürlich dann entsprechend kürzen. Je nachdem, für was ihr es nutzt. Und dann könntet ihr hier mit diesem System entweder auch mit überkreuz nochmal Knicklicht da vorne dran fixieren vor den Taschen oder andere Sachen. Wie ihr sehen könnt hier, in die Taschen passen auch ganz, ganz große Gegenstände, wie zum Beispiel hier so ein großes Funkgerät von Harris. Das würde auch passen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich dem Kammerband in der zweiten Variante mit Rockverschlüssen von 2M. Wer nämlich jetzt sagt, naja, ich möchte eigentlich nicht, wie ich es gerade schön versehentlich fabriziert habe, dieses Klettgeräusch beim Auf- und Zumachen, immer diese Frontflappe hoch und runter bewegen, dann habe ich die Möglichkeit, auch diesen Kammerband auszutauschen und auf einen anderen zu wechseln. Entweder dann hier auf diesen mit Rockschnallen oder eben auf einen vollwertigen Kammerband mit Seitenpaneelen, Lasercut, Cordura. Der hätte ein bisschen mehr Festigkeit in der Struktur. Das heißt, hier könnte ich dann auch mit Seitenplatten arbeiten, habe aber trotzdem im hinteren Bereich noch hier einen elastischen Part, den ich dann einsetzen kann. Das ganze TPC-System ist so aufgebaut, beziehungsweise TPC und CPC sind so aufgebaut, dass sie untereinander kreuzmodular sind in ganz vielen Teilen. Also gerade Kammerband und Back- und Frontpanels lassen sich natürlich individuell nutzen und somit halt auch die Möglichkeit, dass ich hier die Rockschnallen an diesem Plattenträger nutzen kann. Dafür habe ich dann hier diese beiden Adapter. Die würde ich dann am Frontteil einfach hier befestigen. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, hier entsprechend auch mit diesem Kammerband zu arbeiten, um dann lautlos und schnell, vor allem ohne die Frontflappe anheben zu müssen, mein Kammerband vorne befestigen kann. Finde ich gerade gut, weil so wie er kommt, ist er natürlich für Low Profile ausgelegt. Da kann ich jetzt hier die Buckles wegmachen. Habe dann hier auch von den Schultern her ein sehr, sehr flaches Profil. Hier ist jetzt natürlich so gemacht, die Geschichte ist jetzt so aufgebaut,
dass hier noch Komfortpads verwendet werden. Die kann ich natürlich auch komplett entfernen und habe dann hier wirklich ein ultra flaches, slickes System, um da entsprechend auch unterm Hemd oder unterm Jackett arbeiten zu können. Wenn ich das nicht will, setze ich die Komfortpads ein, habe ich ein bisschen mehr Polster im Schulterbereich. Hier seht ihr dann auch, die Schultern werden hier über Klett eingestellt, so wie ich das brauche. Und dann habe ich hier auch nochmal ein bisschen Spielraum, um entsprechend Kabel zu führen oder eben Trinkschlauch oder sonstige Sachen, die hier oben nochmal durchgefädelt werden müssen. Was wir euch noch nicht gezeigt haben, ist die Innenseite. Dazu nehmen wir einmal hier die Frontseite. Hier seht ihr das typische neue, das war schon in der Generation 2 so, so ein Schaumstoff-Padding auf der Innenseite mit einem Luftkanal hier entsprechend auch ausgeführt. Beim TPC ist es so, dass hier die Platte an den Ecken herausschaut, wenn ihr das sehen könnt. Und die haben wir hier an den Seiten jeweils herausschauen. Beim CPC, den wir euch demnächst vorstellen, ist das hier alles komplett geschlossen. Hier hat man wirklich auch nochmal da Gewicht gespart. Die Plateback wird von unten eingesetzt. Hier hat man einmal einen Klettverschluss, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann könnt ihr hier die Platte ganz easy peasy hineinpacken und entsprechend dann wieder mit dem Klett fixieren. Vom Platz her wäre hier sogar in der M-Variante nochmal Luft, um hier nochmal mit einem Softbacker hinten dran zu arbeiten. Also das ist wirklich großzügig vom Platz designt. Wer das möchte und braucht, kann dementsprechend arbeiten. Zusätzlich ist natürlich hier auch nochmal der Vorteil an der Oberseite durch dieses Padding. Wer das kennt, wenn man sich mal hier das Kinn angehauen hat an der Platte, hat man hier einfach nochmal eine Polsterung oberhalb. Das finde ich auch nochmal ein schönes kleines Detail, was jetzt nicht groß irgendwo erwähnt wird, bei uns aber schon. Gehen wir einmal kurz über die Frontpanels. Wir haben jetzt natürlich nicht alle Frontpanels zur Verfügung, aber zumindest mal haben wir zwei verschiedene Varianten für euch vorbereitet, nämlich die üblichen Verdächtigen. Einmal Open Top und einmal Closed. Die Open Top Geschichte ist jetzt auch zusammengestellt. Das heißt, es ist ein Molle-Panel, was man hier einhängen kann mit drei einzelnen Magazintaschen obendrauf. Die gibt es meines Wissens aber auch schon fertig so konfiguriert. Wird hier einfach eingeklickt, dann mit dem Klett fest angedrückt und dann habt ihr hier entsprechend Platz für drei Magazine auf der Front. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Waffensysteme auch abzubilden. AR-15 ist überhaupt kein Thema. AK funktioniert ohne weiteres und hier kriegt man auch die G36 Magazine ganz gut rein, denn ich habe hier am Boden nochmal die Möglichkeit, die Tension oder die Festigkeit der Tasche entsprechend einzustellen, um da entsprechend auch dann so ein Magazin halten zu können. Das ist natürlich ein bisschen fummeliger beim G36, sollte euch klar sein, aber dafür hat man trotzdem die Möglichkeit, sie hier zu nutzen. Das überschüssige Gurtmaterial kann ich dann hier auf der Unterseite einfach verstauen oder eben abschneiden, wenn ich das denn möchte. Aber hier wäre auf jeden Fall durch die Lasercut-Lochung die Möglichkeit, das überschüssige Material auch gut abzuhängen. Der Vorteil hier bei diesen Fastex-Frontsystemen ist natürlich, dass ich jederzeit schnell auch die Module wechseln kann, ohne groß Aufhebens zu machen. Übrigens, das hatte ich auch noch nicht erwähnt, die Module haben hier an den Seiten auch nochmal zusätzliche Tabs, wo ich der Meinung bin, da wird es demnächst auch nochmal eine Chestwick-Geschichte geben, dass man hier auch mit Chestwick-System arbeiten kann. Das heißt, hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, dann mit irgendwelchen Adaptern zu arbeiten. Auch hier wieder zuerst oben einhaken, festkletten, passt. Das wäre jetzt auch eine Triple Mac Pouch, wobei die natürlich von den Taschen her mit einer Flap bedient werden. Die kann ich dann entweder, wie ich es hier gemacht habe, hinten reinstecken oder halt eben auch vorne schließen. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, beim Fallschirmspringen, um die Magazine zu sichern, mache ich hier einmal die Geschichte zu. Und wenn ich im Einsatzgebiet bin, packe ich sie hinten dran, um dann die Magazine auch lautlos ziehen zu können. Hier seht ihr auch vom Platz her, passen zwei AR-Magazine rein oder auch eben G36 problemlos. AK passt auch hier auch wieder am Boden, entsprechend das Ganze festziehen. Und natürlich geht das auch in der Single-Variante. Hier seht ihr jetzt auch schon den Klett, den habe ich hier mal so gelassen, wie er normal ist. Das heißt, ihr habt hier die maximale Klettfläche, könnt hier auch wirklich überlange Gegenstände einschieben. Bis hierhin würde der Klett funktionieren. Oder ihr klappt den Klett einmal ein und dann habt ihr hier auch
ein bisschen mehr Platz zum Ziehen. Und das Magazin, also so würde ich jetzt vielleicht hier abrutschen beim Ziehen. Und dann kann ich das Klett entsprechend auch zur Seite packen, um damit besser arbeiten zu können. Sehr cool. Ihr habt uns gefragt, wie man eigentlich so eine Lasercut-Tasche an einem Molle-System befestigt. Das wollen wir euch einmal hier kurz zeigen. Ich habe hier eine MP5, MP7 Magazintasche von Templars Gear und entsprechend das Molle-Panel. Hier habe ich natürlich jetzt dadurch, dass die Tasche schon mal montiert war, sieht man hier auch ganz gut, das Lasercut, das weitet sich natürlich auch ein bisschen, nicht zu sehr. Also es hält auf jeden Fall sehr stabil, auch nach wie vor. Man kann hier wirklich extrem dran rumreißen, ohne dass da irgendwas passiert. Aber es hat auf jeden Fall seine Vorteile, wenn man schon mal eine Tasche eingeschlauft hat. Ansonsten, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, könnt ihr auch einfach nochmal mit einem Schraubenzieher hier drunter gehen. Gerade bei dem Panel hier ist es so, dass es ja sehr flach und mit Plastik unterlegt. Das geht natürlich deutlich schwerer als jetzt am Plattenträger. Dann müsst ihr hier natürlich, weil ja die Enden von den Taschen haben hier so ein Pull-Tab. Und das ist natürlich dicker. Ja, um das da reinzubekommen, muss man hier natürlich immer ein bisschen fummeln. Aber wenn man das so seitlich einschiebt, geht das eigentlich ganz gut. Dann kommt das hier raus. Das heißt, das wäre Schlaufe Nummer 1, um die Höhe festzulegen. Dann gehe ich einmal in der Tasche durch. Dann dasselbe nochmal hier am Panel. Da habe ich jetzt wieder genau das Problem mit dem Plastik unten drunter. Muss ich einmal kurz anheben, das Ganze. Da könnt ihr auch im Zweifelsfall, wenn ihr habt, zur Hand einen Stift nehmen und mit dem entsprechend einmal vorher drunter gehen. So mache ich das nämlich immer, wenn ich da Schwierigkeiten habe. Es gibt auch so Molle-Einfädelhilfen, die man dann auch nutzen kann. So, jetzt seht ihr natürlich schon, was passiert, wenn ich den Stift drunter tue. Das Laminat faltet sich einmal um, aber das kann man ja wieder rausheben. So, und jetzt habe ich genau das, was ich brauche, nämlich Platz. Gehe ich mit dem Einfädelpanel unter den Stift, schiebe das drunter und komme dann hier unten auch wieder raus. So. Jetzt noch einmal durch die Tasche. Da muss ich einmal hier die Bändel wegnehmen. So, bin ich durch. Gehe ein allerletztes Mal hier durchs Panel. So, ich glaube, das kriege ich auch ohne Stift hin. Jawohl, wunderbar. So, bin ich durch. Und jetzt, meine Freunde, seht ihr, habe ich ja natürlich noch hier ein bisschen was über. Das kann ich jetzt entsprechend hier wieder zurückführen, damit es hier sauber unten drunter verstaut ist. Nehme jetzt hier noch die Bändel, tue die auch nochmal hier ein bisschen unten drunter stopfen, dass die aus dem Weg sind. Und damit habe ich hier die Tasche perfekt angebracht und kann damit arbeiten. Sitzt fest und ist einwandfrei mit dem Panel verbunden. Damit dieses Video nicht zu lang wird, haben wir euch jetzt hier nur das Molle-Panel gezeigt. Das Pack für den Plattenträger zeigen wir euch dann im Video vom CPC. Das behandeln wir dann dort mit. Kriegt ihr einmal das ganze Ding hier im Detail vorgeführt. Teaser! Das war's mit der Vorstellung des Templars Gear TPC Gen 3. Wir hoffen, das Video hat euch soweit gefallen. Wir konnten euch mal einen Einblick geben in die Änderungen. Wir finden, das System ist super modular, gerade auch in Verbindung mit dem CPC, den wir euch demnächst noch vorstellen werden. Die Verbindung der beiden Komponenten bzw. der beiden Plattenträger und deren Komponenten im Mix untereinander, das ist wirklich eine coole Sache. Und vor allem, dass der TPC schon direkt mit einem Zip-On-System kommt, um mit verschiedenen Panels arbeiten zu können. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Sache. Ihr bekommt den TPC Gen 3 von Templars Gear überall dort, wo man Templars Gear kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Plattenträger? Schreibt es uns in die Kommentare. Nutzt ihr selber Produkte von Templars Gear? Lasst es uns wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.